Bertrand Piccard, studierter Psychiater und passionierter Flieger, hat das Abenteuergen zweifellos geerbt. Sein Großvater, Auguste Piccard, wurde in den 30er Jahren durch Ballonflüge bis in die Stratosphäre hinauf weltberühmt. Sein Vater, Jacques Piccard, war Tiefseeforscher und tauchte mehr als 10.000 Meter unter den Meeresspiegel. 2003 war für Piccard der Wendepunkt. Die Vision wurde zu einem richtigen Projekt. Piccard konnte die École Polytechnique von Lausanne für eine Machbarkeitsstudie gewinnen. In dem Projektverantwortlichen André Boschberg, Ingenieur und begeisterter Flieger, fand Piccard den Seelenverwandten, mit dem er das neue Projekt seither zielstrebig verfolgt. Solar Impulse, so der Name des Projektes. Die Flugmaschine stellt das Nonplusultra dar, das heute entwicklungstechnisch machbar ist. Die riesige Spannweite von 63 Metern entspricht der eines Airbus 340, das Gewicht von 1600 Kilogramm jedoch dem eines Mittelklassewagens. Vier elektrische Motoren, der Antrieb eines Motorrollers. Höchstgeschwindigkeit 70 Stundenkilometer bei einer maximalen Reiseflughöhe von beachtlichen 8500 Metern.